Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals zu einer weiteren Folge Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Ja, wir waren hier stehen geblieben und ich muss jetzt an meinem Hebel... Oh Gott. Entschuldigt meine perverse Denkweise. Und ja, Farah hat sich gerade sehr gefreut, dass sich das alles so schön gedreht hat. Das ist sehr nett. Weil ich habe mir gerade eine nicht so nette Position ausgesucht. Keine Angst, ich habe mich festgehalten. Und du? Ach, jetzt komme ich hier längs, oder was? Ja. Ja, machen wir doch jetzt unsere komplette Kleidung kaputt. Wer braucht die auch schon? Ist ja warm hier, ne? So, lasst mich kurz gucken. So. Huch. Ja, da bin ich ja. Die... Warum will ich immer Treppe sagen? Die Brücke dreht sich weiter. So, damit hat sie uns jetzt den Weg hier nach drüben freigelegt. Und dann springen wir hier an die Leiter. Einmal rum. So, dann müssen wir nur noch Fahrer nach oben holen. Einmal hier hin. Sie kommt die Leiter hoch. Ja, und sie hat es geschafft. Und schwupp. Sehr gut. Huch. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Nein, doch nicht unter dem Tor. Sie läuft da. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch natürlich. Natürlich, lieber Prinz. So. Lauft weiter! Oh, nette Vögel. Um die werde ich mich mal kümmern. Das war ein Konterangriff. Weg mit dir. Wow. Ja, nur weil ich so einen coolen Konterangriff machen wollte, habe ich mich jetzt mal wieder vertan. Ja, sehr schön, Farah. Du hast es besser drauf als ich. Nee, das gefällt mir gar nicht. Zurück. So. Das warst du und weg mit dir. Ach, ein Vogel. Zwei Vögel sind noch da. Einer ist noch da. So. War's das? Jo. Das war's. Plötzlicher Brückenzusammensturz. Gut. Das war's dann mit der Brücke. Kann ich erstmal hier an der Seite vorbei? Hoppala. Der Schalter ist kaputt. Sehr witzig. Jetzt mach die Tür auf. Ja, super. Der Schalter ist kaputt. Na, dann holen wir uns einmal eine Vision. Wie wir dann weiterkommen. Ja.
Jo, das sieht einem nach einer sehr akrobatischen Nummer aus, die wir jetzt hier machen sollen. Und wir haben das Spiel zu 50% durch. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Macht es euch bequem. Ich suche einen anderen Weg. Bitte beeilt euch! Ich beeile mich. Huch. Ach, diese Kamerasequenz. Wie sie auf einmal switcht. So einen Schluck hier nehmen. Komme ich hier rüber? Ja, nicht ohne zu sterben. Jetzt habe ich das doch tatsächlich wieder vergessen. Ach, hier unten längs. So, hier auch nochmal los. Ja, das war mein Plan, also das wollte ich so machen, ja, das... Also ich hoffe, ihr wisst, dass ich das so machen wollte. Alles geplant. Hopp. Dann kraxeln wir hier längs und runterfallen möchte ich auf keinen Fall, weil ich glaube, dann bin ich nur noch ein blau-weißer Fleck. So wie jetzt. Platsch. Warum springt man einfach manchmal los? Also ich verstehe das selber nicht so ganz. Muss ich hier loslassen? Ja, eindeutig. Das habt ihr gesehen. Ich teste jetzt jede Möglichkeit hier aus. Hä? Ach, klar. Diesmal nur runter. Das ist der Trick. Ja, sehr simpel. Ah. Wow, das war knapp. Ich bin hier oben! Ja, hallo Fahrer. Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Da unten ist ein großer Balkon. So. Und ein neuer Sandbehälter. Ich sehe dich da drüben stehen. Könntest du bitte? Ja, danke. Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut, ich treffe euch dort. Ja, den finden wir locker. Also kein Problem. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Psst, nicht weitersagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ach, der Humor des Prinzen, sehr geil. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält oder Stell dich mal nicht so an. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Sei mal nicht so unfreundlich, ja? Und sie wärst du voll aufgeschmissen. Oh, ich kann mich an diesen Spielabschnitt erinnern. Der hat mir sowas von nicht gefallen. Der gefiel mir überhaupt nicht. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Naja, da muss ich wohl durch. Alleine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Ah, er setzt den Satz noch fort. So, weil ich muss jetzt hier rüber. Eigentlich muss ich auch noch da runter. Ich will erstmal. Bitte nicht runterfallen, Herr Prinz. Und die Vögel kommen auch manchmal gerne und schmeißen einen da runter. Das muss ich kurz mal überlegen. Dahin. Lasst mich in Ruhe.
Weg mit dir. Verschwinde. Ich hau dich weg. Ja, das hat dann nicht geklappt. Aua. Heute schon gestorben. Mein Gott, ey. So. Weißt du, die ersten kriegt man Hammer gut hin. Und dann die nächsten versagt man Hammer. Also siehst du, so wie jetzt zum Beispiel, ne? So. Ich glaube, das war's. So ganz langsam. Ja, so langsam muss jetzt auch nicht gehen, Prinz. Hopp. So, einmal hier ran. Gut, damit habe ich schon mal eine Leiter geschaffen. Dann kann ich jetzt hier die Sandwolke holen. So, dann gehe ich jetzt mal zu dem Tor, das sich da geöffnet hat. Skarabäen. Weg mit euch. Das war es bestimmt noch nicht. Oh, das wird gleich irgendwas mit Zeit. Ja, warum willst du unbedingt den töten? Ich wollte erst hier hin. Aber das hat sich jetzt ja auch erledigt. Warte, weg! So, den Kampf hätte ich geschafft. So. Da war ich. Hier muss ich jetzt hin. Ich muss noch mal kurz gucken. Nee, ich glaube, ich weiß wie. Huch, nicht da hoch. Ja, die Zeit läuft. Ich laufe doch schon wieder. Also wie ich hier schon wieder laufe, das kannst du doch gleich vergessen. Kann ich vergessen. Ich laufe nämlich wieder völlig den falschen Weg. So. Ich muss da hoch. So. Schneller. Nein, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Was zum? Was war das denn bitte? Ganz ehrlich, ich weiß schon wieder nicht, wo ich hier längs muss. Und das habe ich jedes Mal, wenn ich hier bin. Darüber doch. Ach, ganz einfach. Habe ich schon wieder Zeit verschwendet, na, ob ich das noch schaffe. Ganz knapp. Jetzt los, spute dich. Gut. Sehr gut.
Mann, bin ich jetzt weit vom Mikro weg. So, dann ziehe ich jetzt noch an dem Hebel hier. Oh, und wie es dann weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.